Die Bedeutung von Neuvorstellungen im Automobilmarkt hat sich seit Jahren verändert. War ein neues Auto noch vor 30 Jahren eine große Sache, so erzeugen heute bei einer enorm angestiegenen Zahl von Modellen und in extrem verkürzten Produktionszyklen die meisten Neuheiten nur beiläufiges Interesse. Beim Porsche 911 ist das anders. Der meistverkaufte Sportwagen der Welt steht immer im Mittelpunkt, denn die Entwicklungsschritte waren oft wegweisend. Der Porsche 911 ist die Sportwagen-Ikone schlechthin. Und das ist für Porsche natürlich auch eine ganz besondere Herausforderung und Verantwortung, denn jede Generation muss besser werden als die vorherige. Der Porsche 991 der neuesten Generation wurde gerade soeben faceliftet. Alle Motoren sind komplett neu. Bisher waren es Saugmotoren in der Regel, bis auf die Turbos natürlich. Nun sind alles Turbos und haben auch den Hubraum verkleinert. Das bedeutet aber nicht, dass man weniger Leistung hat, denn der normale Carrera hatte bis jetzt 350 PS, der Carrera S hatte 400 PS und beide haben 20 PS mehr bekommen. Das heißt nun 370 PS und 420 PS. Bei Newtonmetern hat sich auch einiges getan. Es sind mittlerweile 450 und 500 Newtonmeter und die Spitzengeschwindigkeit ist jetzt bei knapp 300 und etwas über 300 gelandet. Das sind natürlich Werte, die können sich sehen lassen. Die Vorteile des Turbomotors sind klar in der hohen spezifischen Leistung. Beim Antrieb ist kein Stein auf den anderen geblieben. Es ist eine komplett neue Motorengeneration, die wir hier entwickelt haben, die zu deutlich mehr Fahrspaß, höherer Effizienz und direktem emotionalen Ansprechverhalten führt. Es gibt kein Turboloch. Über das gesamte Drehzahlband kontinuierlich steigende Fahrleistung ist sehr saugerähnlich, aber legt halt oben noch mal deutlich eines drauf, verglichen zur Vorgängergeneration. Aber das war nicht alles, denn auch das Navigationssystem, das PCM, die ganze Onboard-Navigation und Unterhaltung hat sich enorm verbessert. Beim neuen PCM 4.0 haben wir zuerst, wenn man sich die Mittelkonsole anschaut, die Integration optimiert. Wir haben eine integrierte Online-Navigation bei entsprechender Datenverbindung. Die Sprachbedienung ist optimiert und das Wesentliche ist, wir haben die Bedienung stark verbessert in Richtung Smartphone-Bedienung. Wir haben zum Beispiel diese Tab-Bar hier eingeführt, wir haben Wischgesten und wir haben auch auf der Karte diese Zoom-Gesten. Weiteres Feature, was man jetzt hier dran sieht, ist das Thema Annäherungssensorik. Durch die Annäherungssensorik können wir den gleichen Bereich benutzen für verschiedene Informationen. Einerseits einmal die Information oder andererseits, wenn ich mich annäher, für die Bedienung. Wenn ich das Auto betrete, dann nehme ich am besten mein Telefon, lege es hier in die sogenannte Koppelbox. Die Koppelbox sorgt dafür, dass das Signal vom Telefon, das Antennensignal, wird nach vorne an die Stoßstange geleitet, da ist die Antenne, habe dadurch eine gute Verbindung. Als zweiten Schritt gehe ich dann einfach hier unten in der Fußzeile auf das Telefon, drücke drauf, komme in den Verbindungsmanager und kann dann im Verbindungsmanager meine verschiedenen Geräte auswählen bzw. kann die verschiedenen Funktionen mit dem Telefon verbinden. Wie zum Beispiel einfache Telefonie, eine Datenverbindung, Bluetooth Audio, Apple CarPlay oder eben auch mit der Porsche Connect App. Er hat zudem viele kleine Verbesserungen. Was ich ganz angenehm finde, ist, wenn man eine enge oder sehr steile Garagenauffahrt hat, kann man das Fahrzeug vorne leicht anheben, um besser hineinfahren zu können. Das ist ein Liftsystem für die Vorderachse. Mit dem Liftsystem kann ich auf Knopfdruck das Fahrzeug an der Vorderachse um 30 mm anheben und dann auch wieder absenken. Gerade bei Garageneinfahrten sehr hilfreich. Die Hinterradlenkung trägt auf der einen Seite dazu bei, dieses Spurwechselverhalten im Hochgeschwindigkeitsbereich einfach noch sicherer zu machen, noch dynamischer zu machen. Aber auf der anderen Seite reduziert es schlichtweg den Wendekreis im niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Oder wenn man in den Bergen unterwegs ist, um die Serpentinen rum, haben wir ungefähr 0,4 Meter weniger Wendekreis. Alles in allem ist dieses Fahrzeug natürlich ein Quantensprung. Man hat vieles getan, man hat auch ein paar neue Farben im Programm, aber das ist nicht alles. Das Auto ist wirklich um Welten besser als der Vorgänger und das erwartet man schließlich von Porsche. Und die Erwartungen werden erfüllt. Optisch sowieso. Auf den vulkanischen Höhen Teneriffas mit seinen idealen Straßen und einem Elfer in der neuen Sonderfarbe Miami Blau. Auf den ersten Blick sieht der neue 911 aus wie der alte.
Allerdings wurde der Wagen neben den bereits erwähnten Änderungen auch beim Fahrwerk überarbeitet. 10 mm tiefer ist er nun und ein weiterentwickeltes aktives PASM-Fahrwerk ist serienmäßig. Genauso wie eine neue Multikollisionsbremse. Die skulpturalen Qualitäten des neuen Elvers sind noch einmal gestiegen. Es verwundert kaum, dass Zeitgenossen ihr Fahrzeug stundenlang betrachten. Das Finish ist ohnehin perfekt und diesen Drang zur Ikonisierung bei den Porsche-Ingenieuren erkennt auch der Laie in jeder Fuge. Kurzum, sachlich und perfekt. Der stärker gepfeilte Bug hebt die Dynamik weiter hervor. Das plastisch ausgeformte Profil des Bug-Spoilers zieht sich über die gesamte Fahrzeugbreite. Die neuen Klappen in den Lufteinlässen entstammen dem Porsche 918. Auffälligste Neuheit in der Seitenansicht: die Tür ohne Griffschalen. Porsche entwickelte dafür eigens ein neues Türblatt mit integrierter Griffmulde. Am deutlichsten hat sich das Heck des 911 Carrera weiterentwickelt. Das neue Lufteinlassgitter verweist auf die Turbomotoren. Das schmale LED-Band der dritten Bremsleuchte unterstreicht die Breite des Elvers. Ein weiteres Erkennungsmerkmal der 911 Carrera mit Turbomotoren sind die tief und weit außen angeordneten Auslässe der Ladeluftkühlung. Innen hat sich wenig getan und das ist gut so. Der Innenraum war immer als perfekter Arbeitsplatz ausgelegt, doch die Porsche-Philosophie des Lenkrads ohne ablenkende Spielereien wurde an einem Punkt unterbrochen. Nun können die Fahrprogramme am Lenkrad ausgewählt werden und auf Wunsch erhält der Fahrer auf Knopfdruck für einige Sekunden etwas mehr Leistung. Serienmäßig in den neuen 911 Carrera-Modellen ist das neu entwickelte Porsche Communication Management System mit Online-Navigation, 7 Zoll Multi-Touch-Bildschirm und Sprachbedienung. Mobiltelefone und Smartphones lassen sich nun auch per WLAN verbinden. Der neue 911 Carrera S fährt sich noch sportlicher als sein ohnehin schon perfekter Vorgänger. Dabei ist er auch noch komfortabler. Die neue Generation der aktiven Dämpfer verfügt über weiter gespreizte Kennlinien. Damit wird sowohl die dynamische Fahrweise verbessert, als auch das Ansprechverhalten auf Fahrbahnunebenheiten noch weiter optimiert. Der 911 Carrera S mit Porsche Doppelkupplungsgetriebe PDK und Sport Chrono Paket spurtet von 0 auf 100 km/h in nur 3,9 Sekunden. Damit ist er der erste 911 Carrera, der die 4-Sekunden-Marke knackt. Eine Hinterachslenkung, die das sportliche Durcheilen von schnellen Kurven noch zügiger gestaltet, gibt es im Carrera S auf Wunsch. Das Fazit des neuen Elvers fällt äußerst positiv aus. Negativ ist dabei allerdings, dass durch die schnelleren Entwicklungsschritte zwar der Elver immer wieder seinen Mitbewerbern eine Nasenlänge voraus ist, die gerade erst noch aktuellen Traumwagen aber wieder fast zum alten Eisen gehören. Aber dies ist wohl oder übel der Preis für einen Sportwagen der Spitzenklasse.